So, ich habe es zumindest ein bisschen probiert, hat es auch ein bisschen geklappt mit dem nicht den Modus einsetzen, aber halt noch nicht so ganz. Aber wir sind doch steigerungsfähig, oder? Ja, wir sind steigerungsfähig, glaube ich zumindest. Also, werde ich jetzt hier reingehen. Die ganze Munition hier, was es auch gibt. Was es hier auch alles geben mag. Ich werde jetzt hier alles einsammeln, was ich kann. So. Natürlich gibt es dafür wieder keine Munition. Okay, Schlafkabinen. Schlafkabinen. So, weiter geht's. Ja, die Waffe macht schon richtig Spaß. Mache ich jetzt hier mir einfach mein Safe. So. Schönes einsammeln. Nix, nix. Aber hier war ja was. Hier war was. So. Die haben wir voll. Jetzt können wir die wenigstens wieder ein bisschen aufforsten. Das waren nur 20 Schuss. Ein Büschel. Aber vielleicht haben wir hier hinten noch irgendwo was. Kommt schon, Leute. Lasst mich nicht hängen. Ich brauche ein bisschen von der Munition. Okay, hier gibt es also auch keine weitere. Oh, gibt's ja doch. Das ist sogar sehr schön. Ich hab gleich auch so ein Ding wieder mit. Nehmen wir die gleich in die Hand. Und jetzt halte ich wieder meine Klappe. General Kyung, hören Sie doch. Ich empfange einige sehr seltsame Signale. Wir müssen wissen, womit wir es hier zu tun haben, bevor Sie... Ich bin die ständigen Verzögerungen leid. Bei den anderen Fossilien waren Sie nie so vorsichtig. Ich weiß, was im Hindukusch passiert ist, Doktor. Das war was anderes. Die anderen Proben, die afghanischen Artefakte, die sibirischen, das waren alles Fragmente. Das ist das erste intakte Exemplar, das wir je gefunden haben. Wir müssen vorsichtig vorgehen. Dafür ist keine Zeit, Doktor. Die Amerikaner sind bereits auf der Insel. Ihre diplomatischen Verwicklungen interessieren mich nicht, General. Sollten Sie aber. Das Pentagon wird dieses Projekt militärisch nutzen. Glauben Sie wirklich, dass die CIA Sie ungestört weiterforschen lässt? Ich verstehe. Ich brauche nicht mehr lange. Mein Scan ist so gut wie fertig. Uns geht es nur um diesen Tempel. Ihr Fossil interessiert mich doch gar nicht, Doktor. Das ist kein Fossil. Es ist eine versteinerte, karbonbasierte Maschine. Eine Maschine, die 2 Millionen Jahre älter ist als die Menschheit. Das spielt im Moment keine Rolle. Dieser Tempel ist der Ursprung. Tempel? Meine Güte, wir haben keine Ahnung, was das für ein Ding ist. Wenn Sie es öffnen, weiß niemand, was passieren wird. Warten Sie. Ich bekomme jetzt die ersten Bilder. Aber das... Das kann nicht sein. Da bewegt sich etwas. Aber das ist unmöglich. Oh nein, Chong! Sie müssen sofort damit aufhören. Es ist zu gefährlich. Sie haben keine Ahnung, was da drin ist. Dad, was ist los? Helena, du musst ihn aufhalten. Verschwinde von hier, sofort. Sie leben noch. Wer lebt noch? Wovon redest du denn? Das Fossil. Es lebt noch. Es ist... Oh nein! Dad,
Wir haben eine Mikrowellenentladung bei euch geortet. Was hast du getan? Verschwinde da! Schnell! Was ist... Wer sind Sie? US Special Forces. Wir müssen hier raus. Ein Glück. Kyung hat mein Team, meine Tochter, oben in der Mine in den Bergen. Sie müssen zu ihnen. Wir haben einen schrecklichen Fehler gemacht. Was habe ich getan? Ja. Nomad, wir haben einen massiven Energieanstieg im Zentrum der Insel gemessen. Was zum Teufel ist da draußen los? Rosendahl ist tot. Seine Entdeckung hat den Laden hier gerade in einen riesigen Eiswürfel verwandelt. Sie haben in den Bergen eine noch größere Reliquie gefunden. Ich muss da rauf. Ihr Vogel ist unterwegs. Wir haben eine sichere Landezone einige Klicks flussabwärts. Schnappen Sie sich ein Boot und fahren Sie los. Schweres Gerät nähert sich Ihrer Position. Beeilen Sie sich, da draußen wird's gleich ziemlich ruppig. Ja. Nachtsicht. Da ist doch gerade einer reingekommen und schon tot. Tja, also ich werde jetzt hier wieder speichern, weil dann höre ich jetzt erstmal wirklich wieder für auf. Vielleicht reicht es auch für einen Part, weiß ich nicht. Ich gucke nicht auf die Zeit. Vielleicht geht es dann aber auch gleich für euch weiter, wir werden sehen. Tja, bis dann sage ich erstmal wieder, ciao, ciao. Hallo Leute, da bin ich wieder. So, wir sind da stehen geblieben, wo dieses nette Artefakt, wie es der Heinz Wurst da gesagt hat, alles hier in schönen Eispalast verwandelt hat. Ja, dann gehen wir doch jetzt einfach weiter und versuchen jetzt zu diesem Exfiltrationspunkt zu kommen. Einzige, was ich nicht weiß, ist, warum die da abhauen. So, einen Augenblick nochmal kurz. So, weiter geht's. So, die zwei werden erledigt. Gucken, was hast du so Schönes? Ah, oh, perfekt. Gut. Um einfach mal fair zu bleiben, das ist jetzt der zweite Versuch, also den Rest kann ich jetzt leider nicht wiedergeben, da es da leider wieder mal zu Verzerrungen von Audiostimmen, also Audio kam, was sehr bescheiden ist, da ich ja sowieso, da ich das dann nämlich nicht verändern wieder kann. Deswegen hoffe ich auf euer Verständnis. Und ja. So, zwei werden erledigt. So, und wie auch letztes Mal werde ich jetzt hier ein Save machen. Und ich habe nämlich echt keine Lust, dass mir dieses schöne, nette Boot auf der Fahrt dann irgendwie abspackt. Deswegen mache ich es halt jetzt.
Blatt nochmal ein Safe wert. Zumindest finde ich das so. Und ja, dann geht's jetzt weiter. Ich hoffe, dass es jetzt nicht dazu kommt. Wenn ja, dann werde ich es halt wohl oder überall versuchen und natürlich auch andere Varianten einfallen lassen oder nutzen, damit ich es halt dann doch begradigen kann für den Fall der Fälle. Also, falls ich hätte jetzt nicht normal den Nerv dazu, sag ich jetzt mal, es nochmal aufzunehmen. Perfekt. Munition wieder voll. Noch entfernt? Ah, oh, geht ja. Jetzt sind wir doch schon wieder sehr nah dran. Dementsprechend kommt jetzt auch gleich eine gewisse Stelle, auf die ich überhaupt keine Lust habe. Aber sie muss leider sein. Ich habe mich auch wie jetzt, auch dieses Mal werde ich mich wundern, warum ich auf keine KVA-Truppen stoße. Auch wenn ich jetzt den Modi anmache. Dennoch sollte ich hier zumindest auf einige KVA-Truppen stoßen, was ich anscheinend nicht tue. Ein Heli fliegt hier auch noch lang. Sache nicht gleich viel. Die Sache hier nicht wirklich besser.